Mal schauen, ob das jetzt eine Folge mit Überlänge wird oder ja, normale Folge. Templer, anscheinend hat es euer Großmeister nicht aufgegeben, den Gral vor uns zu finden. Sie werden wohl kaum verhandlungsbereit sein. Marie, kommst du? Marie. Silja, bleib mal da. Ja, Marie ist gerade ein bisschen tot. Klasse. Und ich bin auch gleich tot. Und das ist eine doofe Stelle. Ja. Marie, komm. Achso, sie kommt ja nicht, weil ich es ausgestellt habe. Nee. Marie, bleib da. Oh nee. Oh nee. Ich gehe durch. Ich weiß, aber das muss jetzt sein. Marie, lauf doch nicht da rein. Ach, das gibt's doch nicht. Marie, komm. Ja. Oh nee. Oh nee. Das läuft schlecht. Ich hoffe, wir überstehen den Kampf mit den Templern. Sonst. Ja, sieht ein bisschen schlecht aus. Wobei sie kann sich konzentrieren, dann kann sie Dolche werfen und das ist schon mal nicht schlecht, weil das macht auch einiges an Schaden, beziehungsweise wirft die um. Und Marie, bist du soweit? Stoppuhr läuft. Yep. Marie, laufen nicht durch. Okay, ich soll nicht durchs Feuer, da durchlaufen. Oh nee. Aber zum Glück können wir uns heilen. Aber wir können uns nicht anschleichen. Weil. Baum. Und weil ich gleich umgestoßen werde. Ja, klasse. Ja, haha. Och nee. Ich glaube, ich bin nämlich gerade wirklich wie ein Anfänger. Ich habe doch gerade Linksklick gemacht. Warum hat er nichts gemacht? Egal. Ja, müssen wir ruhig mal das Leben nehmen. Und weiter geht's. Ja, jetzt sind wir auch voll. Also das passt ja. Ich laufe vor, weil sicher Fallen sind. Hundertprozentig. So viel Fallen, wie wir heute erlebt haben. Ja, wusste ich's doch. Okay. Marie, Hebel benutzen. Ich benutze Hebel und wahrscheinlich geht das Tor hoch. Und ich muss loslassen und rennen. Und deswegen habe ich gescoutet, also gekundschaftet. Weil, ja. Und hier ist natürlich ein Hebel, der das Gitter hoch lässt. Genau. Und jetzt kann sie folgen und sie läuft hoffentlich nicht in die Fallen rein, die ich so schön ausgekundschaftet habe. Doch, macht sie. Ich höre es schon wieder. Da ist eine Falle, da ist eine Tafel. An manchen Tagen halte ich den Gral für eine Versuchung des Teufels, an anderen für das größte Geschenk unseres Schöpfers. Kann das Göttliche durch die Sünde Sterblicher verderbt werden? Das gleiche Spiel. Und los geht's, los, 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 los. Marie, bitte nicht durchlaufen. Also, durch die. Oh, die KI ist so klug und läuft nicht durch. Ich habe keinen Rammen gehört. Also keine Rammen oder Ausfahren von Fallen. Das da. Und wer kommt jetzt? Die Inquisition mal wieder. Wettmer, Templer, Inquisition. Die wechselt sich wahrscheinlich ab. Die Inquisitoren sind hier. Wusste ich doch. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie die Kammer des Grals erreichen. Bitte einmal durchs Feuer laufen. Okay. Das wird nicht gut. Ich lock sie in eine Falle. Sie sollen hier ruhig mal. Ja, klar. Oh nee.
Hab doch geblockt. Mein Gott. Marie, komm mal. Oh mein Gott, das sieht nicht gut aus. Marie, mach doch mal was. Marie, das ist doch nur eine Bestie. Sieht nicht gut aus. Einmal beten. Wobei, nee, das packen wir. Huh. Vorsicht! Die gekreuzten Linien bedeuten Lebensgefahr. Ich erinnere mich, tiefer im Sanktuar noch mehr solcher Zeichen angebracht zu haben. Wir sollten danach Ausschau halten. Es stimmt, dass Macht korrumpiert. Und vollkommene Macht korrumpiert vollkommen. Ja, natürlich. Erst wenn ich es lese, gehen die Feuerfallen an. Ist ja klar. Als wüssten die, dass ich es gelesen hätte. Achso, ja. Marie, kommst du oder wirst du abgefackelt? Das heißt, links nicht und rechts wahrscheinlich ja. Wobei, das schafft man locker durch. Also ich jedenfalls. Ob es die KI schafft, ist eine andere Frage. Oh, die KI schafft es auch. Okay, einen brauchen wir noch und ich sehe sogar schon, wo die letzte Tafel ist. Für unsere kleine Nebenquest. Wobei, wir können mal den Hebel ziehen. Sparen wir uns vielleicht? Nee, sparen wir nicht. Wir müssen trotzdem noch mal einmal außen rum. Es wird zu knapp. Ach, Mist. Ach, das gibt's noch nicht. Kettenreaktion. Ja, klasse. Nee. Oh, Glück gehabt. Nee. Lauf. Der bleibt drin. So. Warum ich den Gral versteckt habe? Ich war wohl unfähig, über sein endgültiges Schicksal zu befinden. Wo ist er? Vielleicht seid ihr, der ihr dies lest, weiser und könnt die richtige Entscheidung treffen. Schnell, Kuh. Jetzt. Mir egal. Seljor, komm. Ja, okay, gut. Auf jeden Fall heilen, das brauchen wir. Ich glaube, ich mache eine Überlänge, weil... Nee, stimmt, da kommen ja noch sicher ein oder zwei Fallenparcours. Nee, ich muss schauen, wie lang die Folgen werden. Wahrscheinlich noch eine 15-Minuten-Folge und eine 10-Minuten-Folge. Ja, wusste ich doch, Fallen. Die ziehen es natürlich in die Länge und... Ja, ich war gar nicht drin, also... Wie oft kriegt man in dieser Folge einen in die Fresse? Wie oft? Ja, da nicht durch, sondern hier durch. Wobei, das können wir trotzdem nehmen, das Leben. Das lohnt sich schon. Niemand überlebt derlei Flammen. Genau, deswegen hebt sie das und... So viel zu den Flammen. Ja, gibt's hier keinen anderen Weg. Teamarbeit. Rechts oder links? Rechts. Ui. Okay, welchen Hebel müssen wir betätigen, damit das Tor aufgeht? Dieser Hebel löscht alle Flammen da unten. Ja. Ah, vielleicht den anderen oder ist hier irgendwo ein X? Nö. Das Gitter auf der Ebene ist nun offen. Genau, ja. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier verrecken, haben wir ein Problem, weil... Dann können wir nicht runtergehen und den anderen heilen. Was natürlich sehr doof ist. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Nicht, dass jetzt Marie hier stirbt. Das wäre doof. Immer schön um sich schauen.
Okay, das heißt, wir müssen irgendwas machen, damit es hier hochgeht. Nö, dann ist es der andere. Den dürfen wir nicht verwenden, weil er ein X ist, okay. Sag mir nicht, ich habe jetzt irgendwo einen Hebel vergessen. Ah, okay. Das wäre doof gewesen. War ja klar. Okay, aber jetzt die Frage, wie kommen wir denn da runter? Ah, da ist ein. Ah, genau, okay. Ich dachte schon, hä. Kommt sie? Ja, sie kommt. Okay. Genau, weiter geht's. Oh, schon wieder Teamwork. Okay. Ich gehe links, sie geht rechts. Oder. Dürft man das hier verwenden? Ist kein X jedenfalls. Dürfen wir den verwenden? Ja, dürfen wir. Dürfen wir den verwenden? Nein, dürfen wir nicht. Den auch nicht? Okay. Das war klar. Dürfen wir den verwenden? Ja, müssen wir ja. Und den wahrscheinlich. Nee, den auch nicht. Okay, das heißt... Aber den, weil sonst gibt es ja keine andere Möglichkeit hier. Ja. Durchzukommen. Genau. Loslassen, mir folgen. Und weiter geht's. Was machen wir jetzt? Diese Kammer. Diese Statuen. Ich erinnere mich daran. Wir sind ganz in der Nähe des Grals. Die Sockel der Statuen sind spezielle Feuerschalen. Wenn alle Feuerschalen entzündet sind, wird der Weg zum Gral offen stehen. Ich glaube, ich mache hier einen Cut, weil wenn wir das hier gemacht haben... Wobei, ich mache es ein bisschen. Nee, das wird zu knapp. Ich mache einen Cut.